Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Project RED V7. Mit mir am Server der gute Biba Botzmann. Hallo. Und natürlich noch einige Leute von der Community. Heute soll es natürlich mal wieder um was anderes gehen. Überschrift sagte schon Gregtag. So. Wir hatten hier ganz viele Kommentare bekommen. Mach doch die Circuits über die Assembling Machine. Okay. Schauen wir uns die Circuits über die Assembling Machine an. Dann werden wir gleich feststellen, dass das nämlich gar nicht so einfach ist, wie das aussieht. A lot of soul. Wenn bei mir irgendwann mal NEI aufgeht oder sich aktualisiert. Wir brauchen auf jeden Fall eine ganze Batterie von Maschinen. Das, was ich hier stehen habe, also die Wiremill, die Banning-Maschinen, die Latte und die Canning-Maschinen, die brauchen wir für relativ viel. Deswegen werden wir mit denen anfangen. Aber die Assembling-Maschinen habe ich ziemlich weit nach hinten gestellt, aus einem simplen, einfachen Grund. Der Electronic Circuit. Wir schauen jetzt einfach mal den von Industrial Craft an. Ne? Rezept Nummer 1, das haben wir schon ein paar Mal gebaut. Das sind quasi diese isolierten Kupferkabel. Die NAND-Chips, ist ja alles noch soweit kein Thema. Und Stahlplatte oder Refined Iron-Platte und das war's dann eigentlich schon. Geht noch. Geht. Wenn wir in den Assembler schauen, sehen wir brauchen ein Basic Circuit Board und ein NAND-Chip. So, gehen wir erstmal zu dem NAND-Chip. Der NAND-Chip ist immer noch dasselbe Rezept. Zwei Red Alloy Wire, ein Tin Wire, ein Refined Iron Casing oder im Assembler. Geht eigentlich noch. Dann haben wir aber hier das Problem, 128 EU total brauchen wir, 8 EU, geht noch. Wäre ein bisschen günstiger, wir sparen uns ein bisschen Red Alloy Wire und Tin Wire. Also von daher wäre der Assembler schon mal praktisch, um NAND-Chips herzustellen. Ja, richtig. Dann schauen wir uns das Basic Circuit Board an und sehen, wir brauchen dafür eine Forming Press. Da brauchen wir eine Silikonplatte und Etched Medium Voltage Wiring. Okay. Andere Möglichkeit gibt es nicht, ne? Wie wir sehen. Wenn wir die Edge Medium Voltage Wiring anschauen, dann sehen wir, dass wir Annealed Copper Foil brauchen. Das ist also mehrfach gewalztes Kupfer. Und eine Red Garnet Lens. Okay, die Red Garnet Lens kriegen wir aus einer Latte aus Red Garnet Plate. Und die Red Garnet Plate kriegen wir aus einem Kompressor und Red Garnet Dust. Der Weg ist ganz schön lang. So, und... Und das ist das, was die meisten Leute nämlich komplett erstmal übersehen. Der Assembler hat unten nämlich noch einen Zusatzslot bekommen. Eine Flüssigkeit. Also brauchen wir noch entweder Molten Soldering Alloy oder, das Rezept schauen wir uns mal nicht an, weil aus dem Gregtag Sensor Card, das ist ein bisschen blöd. Alternativ ist Molten Lead oder natürlich Molten Tin. Gut, ist alles kein Thema. Dafür brauchen wir dann bloß noch einen Fluid Extractor, der uns aus irgendwelchen Metallblöcken oder aus Metallbarren oder aus irgendwas, was aus dem Metall gebaut wurde, Molten Tin macht. Also wir brauchen einen Fluid Extractor. Wir brauchen. Und deswegen hätte ich gesagt, wir brauchen das nicht alles gleich. Wir machen das mal ein bisschen... Erst noch mit dem Standardrezept, aber ersparen uns schon mal Material im Standardrezept, indem wir einfach ein paar Maschinen dazu bauen, mit denen wir Einzelteile bauen können. Kurze Frage zwischendurch. Ja, natürlich. Silikondust. Kommt man da am einfachsten dran? Silikondust. Das ist eine sehr gute Frage. Silikon. Gibt es da irgendeinen Trick oder? Ich habe gerade nämlich alles durchgeguckt und habe. Wirklich, also ich meine, da gibt es ein Erz, aber ob das vorkommt, weiß ich jetzt gar nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Wozu hattest du das? Das brauchte man für die Circuits in der Assembling-Maschine. Ja, warte. Basic Circuit Board in der Forming Press. Da brauchst du nämlich eine Silikonplatte.
Eine Silikonplatte, das kann sein, dass die anderweitig noch irgendwo rauskommt. Ich schaue gerade mal Die machst du durch. halt aus Silikon-Ingots. Aus Und Chrysotil-Ohr kriegst du zum Beispiel Silikon. Aus ja, aber das sind ja als Fullers Nebenprodukte. Earth. Und aus Asbestos. Tja, das sind tatsächlich nur reine Nebenprodukte. Das ist natürlich schon etwas. Weil ich kann mich daran erinnern, dass wir das letzte Staffel immer so Relativ hatten, einfach oder? gehabt hatten, ja, da war irgendwas ganz Einfaches dazu. Ich weiß nicht mal, woher das kam. Naja. Das ist gut, wenn du das weißt. Das Ich ist weiß es wirklich ja gut. nicht. Also, geht relativ einfach. Darf ich dir den Weg sagen? Ja? Ja, bitte. Okay, also wir nehmen uns die Silicon Plate als Grundlage, okay? Halt, Ja. Silicon Plate. Ich kann nicht tippen heute. Plate. Auf die Tastatur schon vielleicht. Irgendwann kommt NEI bei mir auch mal raus. Komm, NEI. Put, 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 put. Ach komm, eine Silikonplatte, was du willst noch finden? Das ist ein einziges Item. Hallo. Schneller. Ah. Dauert einen Moment. So. Die Silikonplatte kannst du auf verschiedene Methoden machen. Und zwar unter anderem im Fluid Solidifier. Wenn du ein bisschen Ja. blätterst, ja, ne? Dann siehst du links unten Molten Silikon. Bitte mal links klicken. Yep. Und dann siehst du hier im Fluid Extractor, könnte man aus der Silikonplatte natürlich wieder Molten Silikon machen. Sinnlos. Wir schauen aber im Fluid Ach, über Extractor mal Ende.io, weiter. ne, das müssen wir rauskriegen. Nein, über Ender.io Silikon finde ich okay. Nee. Das ist doch wieder Cross-Mod, das ist doch super. Ich finde es okay. Weil ansonsten kommst du an das Silikon nämlich so gut wie gar nicht dran. Und damit brauchst du schon Ja, mal das ist ja auch zwei Sinn und Mods. Zweck der Sache. Das Also, müssen wir rausnehmen. nein, das Silikon ist gut da drin. Außerdem kommt da nicht so viel Silikon raus. Und die paar, 144. die Platten, die Hallo. du da brauchst, also ich weiß nicht, das ist doch ehrlich gesagt kein Problem, oder? Dafür wir nehmen da draus. Na, komm. Das ist ja wieder. Ist nicht so wie das Aluminium. Ja, schon. Wenn du aus Sand 50% Chance Silikon rausbekommst. Ja, wenn du aber keine andere Möglichkeit hast, an Silikon ranzukommen, finde ich Dann das hast du doof. ja Welche denn? Du musst dir die anderen Ärzte auch erstmal Nebenprodukte. finden. Ja, hast du die Ärzte schon mal gefunden? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe sie nämlich noch nicht gesehen und ich habe schon einiges gebuddelt. Also ich weiß nicht, ob das so Ja. einfach ist. Nicht, dass er das nämlich geändert hat und dass es bei uns noch gar nicht vorkommt, das Zeugs. Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, da müssen wir nochmal drauf diskutieren. Gut. Okay. Ja, also wir waren hier stehen geblieben. Wiremill. Ich hatte mir, glaube ich, bei der Reihenfolge auch was überlegt, warum ich das so haben wollte. Ich weiß zwar nicht, ob das immer noch so ist, aber egal. Die Wiremill. Ach doch, ja, richtig. Die Idee war gar nicht so dumm. Die Wiremill. Ah, Biber, putze meines Back. Sehr schön, nach 14 Minuten Ja, idle. bevor ich vom Server geschmissen Genau. werde. Ja, böse Geschichte hier immer, ne? Ja, mach mal, zeig mir das Wiremill-Rezept. Beziehungsweise mit die Wiremill. Hey, dieses in ihr da. Also, wir machen uns eine Basic Wiremill. Das reicht Brauchst du nämlich. mich, sonst gehe ich mal Blümchen pflücken. Viel Spaß beim Blümchenpflücken. So, wir brauchen vier Electric Motors. Da brauchen wir wieder diesen Magnetic Ferro-Teil hier. Das heißt, wieder diesen Iron Rod. Davon brauchen wir. Moment, nochmal gucken. Einen pro Motor, ne? Einen pro Motor und vier Motoren brauchen wir. Dann brauchen wir davon vier. Eins, zwei. Schauen wir nochmal. Magnetic. Nicht, dass wir noch genügend rumliegen haben. Nein. Drei, vier. Gut. Die haben wir für die Motoren. Dann brauchen wir für die Motoren nochmal Iron Rods. Die haben wir. Kupferkabel. Halt, nochmal zurück. Wir brauchen vier Motoren. 4 mal 4 macht 16. 16 Kupferkabel. 16 von diesen. Komm, mach mal. 1, 2, 3. Ja, komm. Schauen wir mal, wie weit wir kommen.
8. Und nochmal 8. Haben wir noch den Harvester von MFR? Ja, neben mir in der Kiste, glaube ich. Ich glaube, dann kann ich mir das Blümchen pflücken sparen. Ja. So, jetzt ist natürlich dann unser Wirecutter kaputt gegangen. Nehmen wir mal den, den ich mir heute schon mal gebaut habe. Den guten Wirecutter aus Osmium. Haha. So, und noch einmal. Und damit haben wir die. Dann brauchten wir noch für den Motor nochmal Tinkabel. 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Und dann brauchten wir noch die Rubber Sheets. Rubber Sheets, das war über die Alloy-Smelter 2 Barren. Ach hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nochmal ganz kurz gucken. Nicht, dass wir da Mist bauen. Also wir brauchen 1, 2 Platten pro. Wir brauchen in Summe 8 dann erstmal. 8. Das heißt, wir brauchen nicht nur 8, sondern wir brauchen 16. 16. Gut. Dann noch kurz die Wrench rausgeholt und Koffer da vorne umgebaut. Wrench. Herkommen. Anwesend. Denn das da brauchen wir gerade nicht. Ach, ist schon leer. Sehr schön. Dann packen wir die dann gleich da oben hin. Und nehmen uns den da. Und packen den dahin. So, Basic Alloy Smelter. Ja, ich brauche noch die Mold. Die hatte ich da vorne verwendet, um Platten zu gießen. So. Haben wir die auch. Und dann können wir uns schon mal die Silikonplatten herstellen. Na, hallo Basic Alloy Smelter. Mach mal dein Inventar auf, bitte. Guten Morgen. Ah, jetzt. Wunderbar. So. 16 Stück rein. Und los geht's. Das geht ja richtig schön zügig. 8 Stück. Jawohl. Damit können wir die Zinnkabel machen. Dann haben wir schon die 4 Motoren. Bist du gerade am? Ja, du bist am Craften. Gut. Dann craft erstmal. Doch, jetzt kannst du. Okay. So, diese 8 und die Zinnkabel. Ja, wo haben wir denn die Tin? Die 4 hier. Halt. Das war ja noch nicht richtig. Wir müssen hier natürlich erstmal aus dem. Doch, das war tatsächlich die Sheets. Okay. Ich habe doch zu wenig Zinnkabel gemacht, oder? Ja, ich habe zu wenig Zinnkabel gemacht. Naja, gut. Das hatte ich richtig gezählt, aber das andere nicht. So. Ja, einen noch. So. Ach, kann man ja gleich hier. So, zack, das oben rein, das unten rein. Und dann nochmal die Rubber Sheets. Rubber, die 4 Stück. Und dann haben wir 8 Stück davon. Damit sollten wir uns jetzt einen Motor bauen können. Eins. Komm, schmeiß rein. Zwei. Drei. 4. Jawohl, hat geklappt. Huh, Schwitz. So, dann brauchen wir nochmal 2 Zinnkabel. Ja, okay, nochmal 2 Zinnkabel. Brauchen wir nochmal. Machen wir nochmal 16 rein. Genau, 16 ist gut. Kommen 8 Platten raus. Für die nicht rein, wir brauchen noch Schaltkreise. Wir brauchen ja auch noch Schaltkreise. Oh, das wird wieder heilloses Gecraftet. Komm. So, das sind dann die zwei gleich. Und dann brauchen wir noch 2 Electronic Circuits. Gut, dann brauchen wir nochmal 2 Zinnkabel.
Dann haben wir jetzt eins oder eins. Gut. Und noch eins. Dann haben wir die. So. Endlich keine Pfütze mehr, in die ich mal reinfallen kann. Ich liebe es. So. Da. 8 Platten. Und die 4 Zinnkäbelsche. Da. 2 Zinnkabel. Gut. Entschuldigung. So, dann haben wir das da. Und jetzt fehlen uns eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, nur die 11. Noch. Ach, da brauchen wir nochmal 2 Zinnkabel. Tin. Geht doch alles ganz schnell. Ich habe auch einen schönen Kommentar gelesen. Das hat bei euch alles aber das letzte Mal so in der letzten Staffel gar nicht so lange gedauert. Ist auch richtig so. In der letzten Staffel war das Herstellen vom Circuit nicht so kompliziert, wie es diesmal ist. Aber das macht nichts. Wir stehen auf kompliziert. Das ist kein Problem. Ihr müsst halt einfach ein bisschen mit zugucken. Und wir werden auch das Ganze irgendwann auch nochmal komplett automatisieren, natürlich. Prost. Ich werde mich mal kurz schlafen legen. Sorry, ich hatte vergessen. Das ist kein Thema. Ah, ja, so, noch einer. Jawohl, passt. Gut. So, komm her. Klick. 1, 2. So. Das waren jetzt die 2. Und dann brauchen wir noch den da hier. Das war Stahl, oder? War das Stahl? Refined Iron oder Steel Plate. Genau. Es ist auch ein bisschen merkwürdig, dass Refined Iron und das Stahl, dass sie gleichwertig sind in GregTech, ist nicht so 100%ig optimal. Warum, kann ich euch gerne zeigen. Nehmen wir uns mal hier ein, so ein Deckelchen. Weil die können wir nämlich... das war, glaube ich, im Induction Smelter mit Holzkohle. So. Ich wollte es euch bloß mal zeigen, wie schnell das in dem Teil geht. Also das ist auch eine Möglichkeit. Na, oder haben sie doch was dran geändert, dass es doch nicht so schnell geht. Ah, jetzt geht's. Hat nur einen Moment gedauert. Also man kann sich auch hier relativ problemlos das Material herstellen im Induction Smelter. Man muss nicht unbedingt die Verarbeitungsgeschwindigkeit von dem Ollen Bronze im Blast Furnace abwarten. Man kann das natürlich auch mit dem Refined Iron machen von Industrial Craft 2. Ah, ist auch ein bisschen so grenzwertig, hätte ich jetzt gesagt. Aber okay, die Materialkosten sind die gleichen wie für Stahl. Es geht nur ein bisschen schneller und später ist das, glaube ich, dann schon egal. Irgendwann habt ihr eine Maschine aufgestellt und dann läuft das eh vollautomatisch. So, dann nehmen, machen wir uns einfach mal hier eine von den Platten. So, eine Stahlplatte kommt, dann nehme ich dann auch gleich raus. So, und dann brauchen wir hier nochmal Stiel. Wow, das sind ja so viel Stahl. Da machen wir uns jetzt einfach mal so viel, weil wir hoffentlich bald den Bänder haben. Hammer. So, Hammer. Ja, 32 oder so. 32 klingt nach einer Zahl. Genau. So, dann können wir uns nämlich auch schon den da hier machen. Halt, den da zuerst natürlich. Einen. Wobei, wir brauchen den eh häufiger. 2, 3. Wenn wir schon dabei sind, machen wir gleich 4-mal. So, dann können wir uns den hier machen. Gut, auch das wäre erledigt. Und jetzt kommen wir zu den Circuits. Also, wir brauchen hier... Nochmal zurück. 2-mal das Ganze, ne? Einmal links, einmal rechts. Gut. Falscher. Zeig mir den richtigen. Nicht den. Nicht den. Den da. Nein, den da.
Wir brauchen insgesamt 4 NAND-Chips. So, dazu brauchen wir Red Alloy Wire, 8 Stück. 8 Red Alloy Wire und 4 Tin Wire. Red Alloy Wire. Ja, haben wir zu wenig da. Aber Red Alloy haben wir da. Ach. 8 Stück habe ich gesagt. 5, 6, 7, 8. Und dann haben wir nochmal Tin Wire gesagt. 4 Stück. 14. 1, 2, 3, 4. Und dann schauen wir nochmal nach den Refined. Da haben wir noch 3 Stück, da brauchen wir noch eine. Und die wurden hergestellt aus einer Stahlplatte mit dem Hammer. Okay. Stahlplatte mit Hammer kriegen wir auch hin. Eine haben wir sogar noch da. Sehr schön. Und einen Hammer. Hammer. So, dann haben wir auch hier 4. Und dann sollten wir uns doch eigentlich schon den da hier bauen können. 1, 2, 3, 4. Hoho, hat geklappt. Langsam übt man sich drin. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin noch nicht ganz fertig. Dann brauchen wir jetzt hier noch insgesamt 12 Kupferkabel und 12 Silikonplatten. Silikon, jetzt hat es mich völlig durcheinander gebracht mit dem Silikon vorhin. Wisst ihr was, schmeiß mal einfach die 46 da rein. Ist mir jetzt ehrlich gesagt mal egal. Kriegen wir ein bisschen mehr raus. So. Dann also noch 12 Kupferkabel. Komm, schmeiß rein. Kupferplatten, da. Kupferplatten, dich hier. Das sind die falschen. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Den Cutter wieder dahin. Dann die Rubber Sheets dahin. So. Die haben wir drin. Und jetzt brauchen wir noch keine Stahlplatten mehr. Na gut. Wir müssen ein paar Stahlplatten herstellen. Und gleich geht uns wahrscheinlich der Hammer kaputt. Neumann. Ja, aber Osmium haben wir ja genug. Das ist ja zum Glück nicht unser Problem. Falsch. Zurück. Den Circuit wollen wir nicht. Den wollen wir. So. 1, 2. Gut. Mehr wie 2 brauchen wir nicht. Und wenn wir jetzt hier drücken, nein, dann die Motoren. Wo sind sie da? Und ja, leg den Ding doch dahin. Dahin legen. LV Maschinenhall. Eine Basic Wire Mill. Oho, ich war schneller wie das letzte Mal. Darf ich dir jetzt gratulieren? Ja, ich habe die Basic Wire Mill. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Juhu. Freude. Gut, dann hängen wir die mal dahin. Nochmal gucken. 32 LV, passt. Und jetzt hier die Basic Wire Mill hin. Und den Alloy-Smelter ein, zwei Mal nach da oben hin. Gut. So, die Basic Wire Mill. Warum bauen wir die auf? Hat einen. Ist die bei dir richtig angezeigt? Ich sehe eine Basic Wire Mill hier. Das ist Punktname. Aufgehen tut sie trotzdem nicht bei mir. Jetzt geht sie auf.
Warum die Basic Wiremill? Die Basic Wiremill macht uns, das ist uninteressant, macht uns aus fast jedem Ingot die Gregtech Wires. Also eine sehr wichtige Angelegenheit. Na, das ist natürlich wieder verkehrt hier. Da, 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 da. Wo haben wir denn? Da, da, da. Na, wo haben wir sie denn? Ich suche gerade nach einem. Machen wir es so rum. Also, hier kriegen wir aus einem Ingot, ne, aus zwei Ingots eine Platte. Aus einer Platte einen Wire. Und wenn wir jetzt gucken auf die Wiremill, kriegen wir aus einem Ingot zwei Red Alloy Wire. Ah, das ist doch viel schöner. Red Alloy Wire, Red Alloy Wire. Da brauchen wir ja noch so einige. Und damit können wir das Ding jetzt schon mal bestücken. Red Alloy. Wisst ihr was? Da machen wir uns jetzt einfach mal einen Stack, weil wir es können. So. Ich habe jetzt wieder anderen Leuten den Spruch geklaut, ich weiß, aber ist mir egal. So. Und? Geht oder geht nicht? Also craften. Aber wie wir sehen, es dauert halt seine Zeit. Aber gut. Wenn wir eins in unserem Leben haben, ich würde sagen, das ist die Zeit einer Basic Wiremill jetzt zuzugucken, bis sie 32 Barren Red Alloy durchgenudelt hat zu 64 schönen Red Alloy Wires. Gut, aber wir können währenddessen einfach mal hier weiter gucken. Wir hatten noch, genau, ha, machen wir es doch auch mal andersrum. Wir hatten vorhin die tollen Tin Wires. Halt, machen wir mal anders. Gehen wir mal hinter, da müssten auch noch welche da sein. Tin und Kupfer. Tin und Copper. Entschuldigung. Tin. Haben wir keine mehr. Dann machen wir uns halt nochmal eine. Eine Tin. Genau. Und eine Kupfer. Da brauchen wir nämlich auch schon mal keine Platten mehr herstellen. Und sparen uns dann mal schon mal einen Umweg. Und unter Umständen auch noch jede Menge Material. So. Und dann schauen wir mal die zwei jetzt an. Rezept. Also eine Platte, theoretisch aus zwei Barren. Mit dem Bänder wäre es aus einem Barren. Bekommen wir ein Kupferkäbelchen. Und in der Wiremill bekommen wir aus einem Barren zwei Kupferkabel. Sehr schön. Also die Ausbeute mindestens verdoppelt, wenn nicht vervierfacht. Bei den Tin-Wiren ist es genauso. Momentan waren es ja zwei Barren, eine Platte. Beziehungsweise im Bänder ein Barren, eine Platte, ergibt ein Tin Wire. Und auch hier ist es so, wenn wir die Wiremill schauen, kommt aus einem Barren zwei Tin Wire raus. Das ist eine schöne Sache. Das hat jetzt zwar trotz allem wieder eine halbe Stunde gedauert, fast, aber wir sparen uns jetzt deutlich Material. Und das ist was, worauf wir ja so richtig stehen. Material sparen. Für immer. Genau. Wir brauchen das Ding nicht nochmal aufbauen. Und das Schöne ist, es läuft mit 32 EU. Finde ich ja auch ganz praktisch, nicht? An der Stelle würde ich sagen, machen wir mal einen Stopp. Wir haben jetzt aber noch, halt, wichtig, wichtig. Hier, Wiremill, Haken. So, nächste Folge würde ich sagen, geht es um die Banding-Maschinen, danach um die Latte-Canning-Maschinen. Ja, mal gucken, wie weit wir jetzt dann heute noch kommen in dieser Aufnahmesession. Wir werden es dann sehen. In diesem Sinne würde ich aber sagen, für euch bis morgen. Und wenn ihr irgendwelche Kommentare und Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.